I felt like I might be able to recharge for a second. At least until we pulled into the station and met more murderous assholes. Son of a bitch. Didn't work out like that. Ah, diese Stelle. An die erinnere ich mich. Die war auch ein bisschen nervig. Ja, das war eine etwas nervige Stelle. Gab es nicht irgendwie im Zug was? Ich meine mich zu erinnern, dass hier irgendwas im Zug war, was mir helfen könnte. Habe ich gerade schon was verpasst? Hier irgendwo im Zug sind Painkiller, da bin ich mir sicher. Vielleicht bin ich mir auch nicht so sicher. Aber wie gesagt, ich finde diese Stelle am Spiel irgendwie doof mit dem Zug. It was perfect. Ah, genau. Everyone wanted a ticket for the Max Payne Express. Alter, mach doch hier nicht so einen fucking Rauch, ey. Das ist ein Nichtsraucherzug. Okay. Blind in eine Richtung schießen ist tatsächlich nicht so klug. Oh, das ist gut. Wenn wir nicht hingucken. Oh, fuck. Warum kann ich mich hier nicht verstecken? Boah. I felt like I'd missed out on the joke, and it was a real good one. Come on. Alter Vater. Max ist einfach der krasseste Actionheld seit aller Zeit. Ach, hier waren die Painkiller. Aha. Just gotten on board. I had to salvage what I could and see what was waiting for me. Ich erinnere mich wieder. Ah, guck mal, mein Gedächtnis lässt mich nicht ganz im Stich. Ich erinnere mich an alles, nur nicht an alles richtig. Diverse wichtige Details erinnere ich mich an die erinnere ich mich leider nicht so ganz. It had taken me right into the heart of it. Becker's gimps were everywhere, so he and Bronco must be close. The smart move would have been sticking with DeSilva and going straight to the hangar, but when was I ever about smart moves? I'm a dumb move guy. Hey, Max, we'll drive onto the runway. No thanks. Let me walk in the main entrance. I'll put a big shit-eating grin on my face and let these assholes take turns trying to kill me. That's my style, and it's too late in the day to hope for change. Boy, were they throwing numbers at this problem. But then, I'd chosen to be here. I wanted this. Was it redemption? Not really. It was pathetic desperation, and not much else. The further in I got, the more guys I saw. Becker wasn't running a police force. He was running an army. These guys were better trained and better equipped than anyone I'd seen out here. And I'd seen some mean sons of bitches. The mission was screaming suicide, but I didn't give a damn. At least I'd die being a pain in the ass. Oh,
There the bastards were, sneaking off in their rich kid's toy. I ain't got nowhere else to go, Becker! Mr. Payne, I believe you had something to say to me. Oh, das ist doof. Mate ele! Mate ele agora! Não! 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 Hier erinnere ich mich noch tatsächlich sehr, sehr gut dran. Oh shit, ich glaube, das verlangt an dieser Stelle ein bisschen sehr viel Konzentration. Deshalb entschuldige ich mich, falls ich ein bisschen ruhig bin. Oh fuck, ja. Genau deswegen war diese Stelle ein bisschen knifflig. Wegen Granatenwerfer-Typ. So, hab einfach mal die Chance genutzt, um den Typen hinter dem zu killen. Er schießt auf mich. Achso, der. Zum Glück haben wir so viele Painkiller. Oh oh, die Cops. Okay. Ein Glück hat die Granate gerade nicht gezählt. Fuck. Ich habe nur einen Schuss. Wie ich auch immer überlebt habe, ich weiß es nicht. So. Woo! Ah, haben wir's. This was it. It was almost over. So I guess I'd become what they wanted me to be. A killer. Some rent-a-clown with a gun who puts holes in other bad guys. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was, about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Oh, I'm in, just drive the fucking car! Go! We had one card left to play. Just get me close! Oh man, okay. Etwas über actionreiches Ende, aber okay. Warum nicht? Insurance ain't gonna cover this! Come on! Got a flight to catch! It's not going to fall without us! Machen wir halt schon einiges aus. Ja, no shit Sherlock. Können wir eigentlich den Heli abballern? Das wäre ganz cool. Come on, come on, come on, come on, come on. Right in front of us. Jawohl.
Oh, das ist jetzt doof. Es könnte knapp werden. Jawohl. Huh. Und damit hätten wir es durchgespielt. Enjoy a trial and a spell in prison. Let him suffer. Trust me. You know I walk. You'll walk with a lift. Oh, ich freue mich gerade irgendwie ein bisschen. Und bin ein bisschen traurig natürlich, dass es schon vorbei ist. Last one. Da, da, da. Rockstar Vancouver, ich muss mich bei denen bedanken für dieses grandiose Spiel, was ich gerne noch einmal gespielt habe. Ich muss mal gerade zum Ende sagen, ich finde das Ende irgendwie ein bisschen doof. Wobei man sagen muss, das Ende repräsentiert ein bisschen das ganze Spiel, zumindest im Vergleich zu den beiden Vorgängern. Denn eins muss man sagen, Max Payne 3 war eindeutig ein bisschen sehr viel actionreicher als die ersten beiden Teile und ein bisschen, ich sag mal, seichter im Ton. Wobei auch im ersten und im zweiten Teil hat Max oft Witze gemacht, muss man einfach mal sagen. Aber das Ende mit dieser Autoverfolgung und hat einen Granatenwerfer und ballert die Karren ab. Das passt zu einem Call of Duty, aber Max Payne, also ganz ehrlich, das Ende fand ich irgendwie ein bisschen over the top. Ein bisschen sehr. Also den Teil, wo er im Hangar war und gegen diese ganze Armee kämpfte und der eine Typ mit dem Granatenwerfer geschossen hat, das war gerade eben so noch okay. So welche Stellen hättest du auch in Max Payne 1 und 2, wobei eigentlich nicht. Das war noch okay. Aber als er dann in das Auto eingestiegen ist und einen Granatenwerfer benutzt hat, um die ganzen Sachen abzuballern, das war ein bisschen zu krass für mich. Also ich muss sagen, das Ende fand ich ein bisschen doof. Generell das letzte Level war eigentlich ganz cool mit dem Flughafen und sowas, das muss ich sagen. Das fand ich echt ganz geil. Und generell ein Spiel, echt, das finde ich super geil. Und ich finde, ein guter Abschluss für die Reihe.
Es wird ja immer so ein bisschen spekuliert, ha, kommt noch ein Max Payne 4. Ich würde mich eigentlich irgendwo ein bisschen freuen, aber irgendwo würde ich auch sagen, weißt du was, nee, weil Max Payne 3 ist schon ein guter Abschluss. Und es fühlt sich an wie ein Abschluss, es fühlt sich an wie der letzte Teil. Denn ich meine, Max Payne 3, die Handlung von Max Payne 3 ist ja, dass er schon nach langer Abstinenz wieder, ich sag mal, aktiv wird in seinem Business, in seinem Geschäft, also viele Leute abzuballern. Ja, darin kehrt er halt eben zurück und ich habe ihn am Ende am Strand gesehen, mit, ich glaube, so einer Tasche voll Geld. Ich nehme an, die haben denen eine kleine Belohnung dafür gegeben, dass er halt eben ihm, also die Cops, dieser eine Cop hat ihm wahrscheinlich eine Belohnung dafür gegeben, dass er nur mit dem ganzen, mit der ganzen Geschichte geholfen hat. Und Max hat sich halt eben irgendwo in der Karibik oder so zurück, ne? Hat halt eben ein ruhiges Leben begonnen, möchte ich mal behaupten. Und es wäre irgendwie merkwürdig, wenn auf einmal irgendein Max Payne 4 auftaucht, wo es dann heißt, ja, weißt du was, Max Payne kehrt zurück nach New York oder sonst wohin und erlebt noch ein Abenteuer. Also es wäre irgendwie merkwürdig. Es wäre wirklich sehr merkwürdig und sehr unpassend. Dementsprechend, ich finde, das ist schon irgendwie ganz gut. Und ich muss sagen, Max Payne, ich habe schon am Anfang gesagt, Max Payne ist mein Lieblings-Videospielcharakter, weil das ist einfach ein fucking cooler Typ. Was der für Sprüche raushört und wie herrlich negativ gelaunt der ist. Wie herrlich schlecht gelaunt der ist. Die ganze Depressivität und, ne? Ich weiß nicht, es hat irgendwie was. Ich mag es. Viele von uns das vielleicht uncool finden. Ich glaube, viele, die heute Max Payne 1 und 2 spielen würden, ich denke mir, wenn ich das spiele, so, oh, wie cool der Typ ist. Und einige mögen denken so, es ist irgendwie ein bisschen lächerlich und ein bisschen, keine Ahnung, lachhaft. Also viele würden sagen, der versucht so extra cool zu sein, obwohl er es nicht ist. Das ist ein Punkt, den ich durchaus verstehen kann. Aber ich weiß, ich sehe es anders. Aber egal. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe echt Bock. Ich habe echt Spaß gehabt. Ich habe das Spiel echt gerne noch einmal gespielt. Vor allem das letzte Mal, als ich das gespielt habe, ist, muss man auch sagen, einige Zeit her. Es kam ja 2012 raus, Mitte 2012. Und ich habe es echt so 3, 4, vielleicht 5 Mal durchgespielt. Ich wette, das 5. Mal, also ne, sagen wir das letzte Mal, war wahrscheinlich irgendwann 2013. Das muss 2013 gewesen sein. Ich glaube, das war bevor GTA 5 rausgekommen ist. Da habe ich das noch mal einmal gespielt. Aber danach habe ich das erstmal für ein paar Jahre liegen gelassen. Und 3 Jahre später habe ich es halt eben nochmal gespielt. Und es ist echt ein Erlebnis. Ich finde es tatsächlich, mit diesen Max Payne-Spielen ist es so, ich habe da keinen Liebling. Ich finde den ersten irgendwie geil aus Gründen. Ich finde den zweiten geil. Ich finde auch den dritten, der etwas anders ist als der erste und der zweite Teil, auf eine andere Art und Weise geil. Man muss ja sagen, Max Payne 3 wurde ja nicht von Remedy entwickelt, die ersten beiden entwickelt haben. Ich meine, Remedy sind auch die Leute, die Alan Wake gemacht haben. Und Quantum Break. Aber Quantum Break, ne, da kann ich nicht viel zu sagen. Habe ich nicht gespielt. Und der dritte Teil, man muss dazu sagen, die ersten beiden sind von Remedy gemacht worden und von Rockstar gepublished. Also es sind keine Spiele von Rockstar Games, die ersten beiden Teile. Aber der dritte Teil ist nicht mehr von Remedy, sondern nur noch von Rockstar. Genau gesagt von Rockstar Vancouver. Und ne, man merkt schon, das ist ein etwas anderes Spiel als die ersten beiden Teile. Und man merkt auch, dass es ein bisschen in einer anderen Zeit entstanden ist. Nicht mehr in 2010. Dann war der erste Teil, ich glaube der erste Teil war 2001, der zweite war 2003, das ist von 2012, also 9 Jahre später. Und man merkt das schon, es geht deutlich in eine andere Richtung, ein deutlich anderer Ton. Und zu den Effekten muss ich irgendwie sagen, dieser comichafte Look und so, das, also nicht so wie der im ersten und zweiten Teil war, sondern hier im dritten Teil, mit diesen ganzen Geflackere und so. Ich weiß ja nicht. Viele finden das doof, andere sagen, das ist cool, weil es ist irgendwie ein Stilelement. Ich sage, es ist irgendwie ganz nett. Auch so, wenn einige Wörter aufploppen, die er sagt und so. Irgendwie cool. Aber es hätte nicht sein müssen. Es hätte echt nicht sein müssen. Ich hätte auch gerne gesagt, weißt du was? Es hätte auch gut ohne funktioniert.
Ich will so viel irgendwie sagen und gleichzeitig auch so wenig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer immer wieder so, boah, das war so geil und hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, was als nächstes kommen wird. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange das Let's Play jetzt ging. Denn als heute erschien Folge 20 oder so. Oder doch, 20 ist die letzte, die ich aufgenommen habe. Das heißt, ich wette, wir sind jetzt irgendwo zwischen Folge 25 und Folge 30. Also doch, ich glaube, es ist ein bisschen länger als die ersten beiden Teile. Das ist auch etwas Positives, kann man sagen. Wobei, länger ist nicht unbedingt besser. Manchmal kann ein Spiel auch etwas zu lang sein. Das gebe ich ja auch zu. Ich kann auch sagen, manchmal ist ein Spiel einfach irgendwie auch ein bisschen zu groß, was die Spielwelt angeht. Zumindest wenn die Spielwelt nicht gut genug gefüllt ist. Aber das ist ein anderes Thema, weil wir reden nicht über Open-World-Spiele. Also wir spielen hier kein Open-World-Spiel. Max Payne ist ja ein sehr, sehr lineares Spiel. Und Mann, oh Mann, ich fühle mich gerade echt, keine Ahnung. Ich freue mich gerade irgendwie, ich weiß nicht warum. Ein bisschen Nostalgie, muss ich sagen. Ein bisschen Nostalgie, dass wir endlich die Max Payne-Reihe beendet haben. Eine relativ kurze Reihe, wenn man bedenkt, dass alle Spiele nur 20 bis 30 Parts gingen und die Folgen auch nicht unbedingt lang waren. Ich meine, die Folgen waren so irgendwie 15 Minuten, vielleicht manchmal 20, selten vielleicht mal ein bisschen mehr. Na guck mal, hier Rockstar North, also die GTA-Entwickler. Und man muss ja sagen, Rockstar ist ja nicht unbedingt ein Studio. Rockstar hat ja viele Unterstudios. Im Trailer von Max Payne 3 damals stand zum Beispiel so, die Entwickler von Red Dead Redemption und GTA. Was ein bisschen doof ist, weil das sind nicht die Entwickler von Red Dead Redemption und GTA. Einige davon haben mitgeholfen, aber Rockstar Vancouver hat tatsächlich nur Max Payne 3 gemacht. Und die PC-Version von Max Payne 3. Dann gibt es ja noch Rockstar San Diego, die haben Midnight Club gemacht, also die Rennspielreihe, und Red Dead Redemption, was ich nicht wusste, weil ich dachte, Red Dead Redemption wäre halt eben von den GTA-Machern. Das ist Rockstar North. Und Rockstar North macht tatsächlich nur GTA, also die machen nichts anderes als GTA. Ne, man muss es verstehen, dass die Rockstar hat ein bisschen verschiedene Studios und die verarbeiten immer an verschiedenen Projekten. Manchmal kommen Leute aus dem einen Studio ins andere Studio rüber und helfen ein bisschen und sowas. Aber es sind tatsächlich verschiedene Leute. Das muss man dazu gesagt haben. Falls ihr es nicht wusstet. Aber ich denke mal, ihr wusstet es. Gut. Ich würde sagen, da ich nicht mehr viel zu sagen habe. Wobei, ich habe wahrscheinlich fällt mir später was ein, was ich noch sagen wollte. Ich muss an dieser Stelle einfach mal den Synchronsprecher von Max Payne loben, weil was für ein cooler Typ ist das? Was für eine coole Stimme? Und ich habe mal nachgeforscht. Und warum dieser Sprecher irgendwie so cool ist, ist, weil er so selten synchron spricht. Das ist nicht kein Nolan North oder wie heißt eine andere? Troy Baker, die fast jede zweite Rolle in Videospielen sprechen. Sondern der Typ hat tatsächlich nur in 2 oder 3 Spielen synchron gesprochen. Ich meine, das eine war so Alone in the Dark von 2008. Das habe ich tatsächlich selber nicht gespielt, aber dazu gucke ich aktuell tatsächlich ein Let's Play. Das ist ehrlich gesagt ein etwas eher schlechtes Spiel. Aber manchmal macht es auch Spaß, irgendwie doofe Spiele zu spielen und sich dann lustig darüber zu machen, wie schlecht sie sind. Auf jeden Fall, da hat er den Hauptcharakter gesprochen. Dann hat er noch in einem anderen Spiel einen Typen gesprochen. Und ansonsten ist er nur Max Payne. Also man kann sagen, man kennt ihn tatsächlich nur als Max Payne. Es ist ein bisschen wie bei dem Sprecher von John Marston aus Red Dead Redemption. Denn bei dem kann man auch sagen, der Typ hat nur John Marston gesprochen. Und danach hat er aufgehört, Synchronsprecher zu sein. Was irgendwie krass ist. Also der hat eine ganz interessante Geschichte, der Synchronsprecher von John Marston. Da müsst ihr mal danach googeln, zum Kurzsprecher von John Marston. Der hat tatsächlich, er ist nach Hollywood gegangen, wollte so irgendwie Schauspieler oder sowas werden, hat dann am Ende irgendwie als Barkeeper gearbeitet, hat dann irgendwann ein Jobangebot bekommen von Rockstar als, ne, Synchronsprecher für den Dingens. Und danach ist er aus Hollywood und wo auch immer abgehauen und zurück in, keine Ahnung, seinen Vorort oder wo er immer auch immer gelebt hat und hat da irgendwie Familie und sowas. Irgendwie eine Geschichte, müsst ihr mal googeln.
Es ist echt cool. Also, ne, es ist irgendwie schön, mal Synchronsprecher zu haben, die nur ein oder zwei Rollen gesprochen haben und die einem deshalb so neu vorkommen. Und so einzigartig. Egal, auf jeden Fall, das Spiel hat mir echt megamäßig viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Vielleicht kommt jetzt erstmal nichts mehr, weil ich habe ja aktuell 3 Projekte am Laufen. Und wenn jetzt Max Payne 3 beendet ist, sind es halt eben nur noch 2. Und es ist ganz gut. Weil mit 3 Projekte sind schon halt eben relativ viel und relativ zeitintensiv. Deshalb, ich weiß nicht, was auf Max Payne 3 folgen wird. Christopher Plummer? Ist wahrscheinlich nicht der Christopher Plummer. Man muss dazu sagen, das ist ein relativ bekannter Schauspieler. Könnt ihr mal googeln. Aber es gibt halt eben mehrere Leute mit dem gleichen Namen auf der Welt. Wahrscheinlich gibt es irgendwo auf der Welt einen Menschen, der auch meinen Namen trägt. Wobei mein Name ist schon ein bisschen merkwürdig. Kann auch sein, dass keiner meinen Namen hat. Wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht doch. Es gibt viele Menschen auf der Welt. Naja, gut. Ich würde sagen, das war's von Max Payne 3 und von der Max Payne Reihe, falls halt eben nicht ein 4. Teil kommt, was ich aber irgendwie nicht glaube. Und ja, ich verabschiede mich von diesem Projekt und wir sehen uns dann im nächsten wieder. Also, bis dann.